Wir wollen mehr Demokratie wagen. Scheitert der Euro, scheitert Europa. Bremen 1, die Chronik. 18. November 1960. Heute vor 60 Jahren wurde die britische Popmusikerin Kim Wilde geboren. Bernd Schlieselmann. Blond, cool und nahbar. Gelächelt hat sie nie. An der Schnittstelle zwischen New Wave und Synthie-Pop war Kim Wilde genau die Richtige. Ein neuer Star für ein neues Jahrzehnt. Sie ist gerade 20, als sie 1981 mit Kids in America zum britischen Teenie-Idol wird. Ihr jüngerer Bruder Ricky komponierte die Nummer zu Hause an seinem Synthesizer und fragte seinen Vater, ob der nicht einen Text dazu schreiben könnte. Und Marty Wilde, der Ende der 50er selbst ein erfolgreicher Popstar war, konnte. Bis Ende der 80er Jahre bleibt Kim Wilde Stammgast in den Charts. Vor allem in Deutschland und Frankreich ist sie auch dann noch beliebt, als der Erfolg in ihrer Heimat nachlässt. Die 90er gehören der Familie. Kim Wilde heiratet, bekommt zwei Kinder und entdeckt ihren grünen Daumen wieder. Schließlich ist sie ausgebildete Landschaftsgärtnerin. Das reicht, um sich zu Hause einen parkähnlichen Garten anzulegen. Ich habe da unterschiedliche Bereiche. Ich habe da schöne Blumen, die an der Wand wachsen. Dann habe ich Gemüse, das ich anbaue. Dann natürlich Lavendel. Das ist ja sehr beruhigend für jeden. Die Natur hat mich sozusagen gerufen, so habe ich das damals empfunden. Das war wie meine Therapie eigentlich in der Zeit, in der ich mich selbst wieder finden musste, in der ich versucht habe, im Business sozusagen zu überleben. Kim Wilde schreibt auch Artikel und Bücher über Gartenarbeit und ist im britischen Fernsehen zu sehen. Als Ratgeberin vom Dienst, die zu den Zuschauern nach Hause kommt und ihren Garten auf Vordermann bringt. Bis ihr mit einer anderen 80er-Ikone ein überraschendes Comeback gelingt. Musik. 2003 singen Nena und Kim Wilde erfolgreich im Duett. Seitdem tummelt sich die blonde Britin wieder in der Glitzerwelt, aus der sie einst geflohen war. Sie geht auf Tournee, nimmt ihre alten Hits nochmal neu auf oder steht mit Alice Cooper auf der Bühne. Die Fans sind begeistert. Eine glatte Eins, alte Zeiten wieder aufgelebt. Die 80er Jahre. Ist reifer geworden, aber die Powerfrau schlechthin. Ich bin damit aufgewachsen in meiner Jugendzeit. Bravo, Starschnitt im Zimmer an der Wand, also ganz klasse. Candy Crush, so klingt die Sängerin heute. Powerpop, bei dem irgendwie wieder die Kids in America durchschimmern. Dabei sind die schon 40 Jahre alt. Und Kim Wilde wird heute 60. Bremen 1, die Chronik. Jederzeit auch in der ARD-Audiothek-App.